Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin leider noch immer nüchtern. Ja, deshalb spare ich mir das Intro im Dunkeln und habe gleich hier draußen begonnen. Ich habe halt nichts mehr zu kiffen. Na, mich hat jemand in den Kommentaren gefragt, mal zu erzählen, wie sich jahrelanger Langzeitkonsum von Cannabis auswirkt. Na, ich würde sagen, es ist wie wenn du einer Pflanze das Wasser entziehst. Ja, ich habe in Deutschland, also bestimmt 10 Jahre lang, ich bin quer durch Deutschland, vom Süden bis zum Norden, von Aachen bis Karlsruhe. Ich habe sämtliche Ärzte abgeklappert, die Heroinsubstitution mit Methadon machen, weil ich diese Ärzte für relativ aufgeklärt halte oder gehalten habe. Ist auch inzwischen anders, aber ich habe keinen Arzt gefunden, der bereit gewesen wäre, sich aufgrund seines fachlichen Wissens gegen die Idiotie der Regierung zu stellen und denen die Stirn zu bieten und mir zu bestätigen, dass Cannabis in meinem Fall als Medikament gut wirkt. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich mache es weiter illegal, bevor ich Tinnitus, Migräne, Asthma, Magenkrämpfe, Depressionen und sonstige Probleme habe, widersetze ich mich lieber gegen das Gesetz. Ganz einfach. Meine Gesundheit, mein Wohlbefinden steht über jedem Gesetz. Die Bundesregierung kann kein Gesetz machen, mit dem meine Not und mein Elend facilitiert wird. Das geht nicht. Ja, ich habe auch ein Recht auf menschenwürdiges Verhalten und menschenwürdiges behandelt werden. Und jemanden Atemnot leiden zu lassen, ohne ihm die nötige, wirksame Medizin zu gewähren, das ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das habe ich so nicht zu akzeptieren und das akzeptiere ich so nicht. Von daher sehe ich mich legitimiert, mir das Betäubungsgesetz am Arsch vorbeigehen zu lassen. Ja, und solange ich so überzeugend und überwältigend positive Ergebnisse nach der Einnahme von Cannabis habe, ja, sehe ich das als mein gegebenes Naturrecht, als mein Menschenrecht, mir selber Medizin zu verschaffen, die mir hilft. Mein Vater hatte auch schwer Asthma, der ist mit Cortison behandelt worden, mit Sprays und Spritzen und hat von der Cortisonbehandlung durch Obduktion eines Gerichtsarztes bestätigt, eine Herzvergrößerung erlebt. Ja? Und das Herz war irgendwann mal so groß, dass es in seiner Brust keinen Platz mehr hatte zu schlagen und ist stehen geblieben. Und das Schicksal wollte ich mir nicht antun. Infolgedessen, ich bin sowieso mehr auf Bio und Natur und ich nehme auch sonst keine Pillen. Ich gehe nicht mal zum Arzt, wenn ich nicht eine Cannabis-Verschreibung suche. Ja, und deshalb habe ich mich auf Cannabis eingespielt und habe Cannabis konsumiert, damit meine Beschwerden weggehen. Ja, also ich habe schon mit 15 große Probleme gehabt in der Schule mit meinen Mitmenschen. In meinen Augen waren meine Mitschüler alles Bestien, wie die miteinander umgegangen sind und mit mir. Ja, das hat mich schwer aus dem Gleis geworfen. Und ich hatte mit 15 irgendwann mal, war es so arg, dass ich gesagt habe, ich gehe doch nicht mehr hin. Ich gehe nie mehr in die Schule.
Ja, dann sind meine Eltern mit mir zu einem Psychologen und zu einem Arzt und dann habe ich Nervenruforte verschrieben gekriegt. Das ist ein pflanzliches Beruhigungsmittel, das auch in gewissem Maße seinen Dienst getan hat. Muss man halt auch täglich nehmen, kann man auch nicht drauf verzichten. Mit 18 habe ich dann angefangen zu kiffen, ohne erstmal um die medizinische Wirkung zu wissen, habe die aber sehr schnell gespürt und habe gemerkt, dass es mir nach dem Konsum von Cannabis besser geht als nach dem Konsum von Nervenruforte. Also habe ich die Nervenruforte wortwörtlich in den Müll geschmissen und habe von da an nur noch gekifft. Na, und dann im Laufe der Zeit schon auch gemerkt, welche medizinischen Wirkungen das Kraut hat. Ja, und seitdem kiffe ich, 45 Jahre jetzt, so viel ich kann, jeden Tag, von morgens bis abends. Ich habe meinen Führerscheinstunden bekifft gemacht, ich habe meine Führerscheinprüfung bekifft gemacht. Weder dem Fahrprüfer noch dem Fahrlehrer ist irgendwas an meinem Verhalten komisch vorgekommen. Also hat man offensichtlich nicht gemerkt, dass ich bekifft war und offensichtlich waren meine Reaktionen und mein Verhalten auch verkehrstauglich, sonst hätte ich keinen Führerschein bekommen. Ja, und so habe ich eigentlich alles, meine Gesellenprüfung, meine Ausbildung, ich habe alles bekifft gemacht. Ich funktioniere auch nur bekifft. Ja, also der alltägliche Stress geht mir schon so auf den Magen, dass ich ohne nach dem Essen Magenprobleme habe, Magenkrämpfe. Das habe ich nicht, wenn ich bekifft bin. Dann funktioniert mein Körper. Dann habe ich auch kein Piepen im Kopf und kein Rauschen und kein Knorksen. Alles nicht. Und sobald ich aufhöre, ja, kommen natürlich diese Erscheinungen, gegen die ich Cannabis gebrauche. Und na, verursachen mir sehr viel Unwohlsein. Ich denke, das geht jedem so, der irgendein Medikament gegen irgendwelche Beschwerden nimmt, dass die Beschwerden wieder zurückkommen, wenn er das Medikament absetzt oder sie. Ja, also davon zu sprechen, dass die Erscheinungen nach dem Absetzen von Cannabis Entzugserscheinungen sind, ist eigentlich Schwachsinn, weil Entzugserscheinungen hast du, wenn dein Körper mit der Produktion von Gegensubstanzen gegen die Droge antwortet und diese Substanzen bei Heroin und bei Alkohol zum Beispiel dann körperliche Probleme verursachen ohne Alkohol oder Heroin. Ja, aber was bei mir passiert ist, dass die Probleme, für die ich oder gegen die ich Cannabis gebrauche, dann wieder auftauchen. Die waren ja vorher schon da. Liegt also nicht am Entzug. Und ja, da ist in der Gesellschaft leider noch ein ziemlich bescheuertes Denken im Gang. Ja, muss ich echt sagen, weil nicht alles, was nach dem Absetzen von Cannabis passiert, sind ja, Entzugserscheinungen, wie man sie klassisch kennt. Nun denn, die einzigen negativen Folgen eines langjährigen intensiven Cannabiskonsums sind finanzieller Art. Ja, und das Cannabis noch immer so teuer, so überteuert gehandelt wird, liegt am Schwarzmarkt.
und nicht an der Substanz. Cannabis kann für 1 Euro oder für 50 Cent pro Gramm verkauft werden, mit Gewinn verkauft werden, wenn man es legal anbauen kann. Ja, das sieht man in Uruguay, da kostet ein Gramm Gras in der Apo, glaube ich, 1 Euro. Ja, und das ist immer noch lukrativ für die Verkäufer. Von daher sehe ich den einzigen Nachteil beim Cannabiskonsum in dem Verbot. Ich habe auch noch nie Probleme mit Cannabis gehabt, nur mit der Polizei, die sich benimmt, wie wenn man ein Mörder wäre. Ja. Ja, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, der einzige Nachteil eines langjährigen intensiven Cannabiskonsums, der ist, dass man irgendwann pleite ist, wenn man kein großes Einkommen hat. Und deshalb habe ich auch immer versucht, möglichst mein Gras selbst anzubauen. Weil dann kann ich auch genug konsumieren. Ja, das, was ich täglich normal konsumiere, das kann wahrscheinlich nur ein Snoop Dogg oder ein, weiß ich nicht, Elvis Presley oder so jemand, der kann sich sowas leisten. Weil die verdienen so viel Geld, die können sich teuerste Weed leisten den ganzen Tag. Kein Problem. Aber das geht halt auch nicht hier in Spanien, weil auch hier auf Gran Canaria kosten Gramm normales Weed 5 bis 6 Euro und... Jawohl, Oskar. Da kommt übrigens ein Sturmtief auf die Kanaren heute. Soll heute noch kräftig regnen. Dieses Sturmtief heißt Oskar, so wie unser Hahn. Oskar kommt. Ja gut, im Moment scheint noch die Sonne. Im Moment ist noch warm und trocken. Alles prima. Ja, und wenn ich selber anbaue, ich habe in Holland jahrelang selbst angebaut. In Holland ist es recht easy. Ich habe in Holland mal 46 Pflanzen gehabt, die zum Teil 3,5 Meter hoch waren. 15 Zentimeter Stammdurchmesser. Das war schon kein Stiel mehr, das war schon ein Stamm. Und da habe ich also echt genug geerntet, dass ich so viel kiffen konnte, wie ich gebraucht habe. Naja, und das läuft schon auf 20, 25 Joints pro Tag hinaus. Beziehungsweise seit ich den Vaporizer habe, ist natürlich der Verbrauch stark gesunken. Aber auch mit dem Vaporizer mache ich 6 bis 8 oder 10 Gramm pro Tag nieder, wenn ich habe. Und das sind dann 300 Gramm im Monat. Und 3,5 Kilo, 4 Kilo im Jahr. Ja, und wenn ich die anbaue, dann kostet mich das nichts. Und ich habe meine Medizin und ich tue niemand was. Ich habe noch nie jemandem geschadet mit Cannabis. Es ist totaler Quatsch, da irgendwelche Gefahren zu vermuten. Ja. Also ich schlafe noch immer normal und ich habe keine Schweißausbrüche und ich kenne auch die sonstigen Entzugserscheinungen nicht, von denen manche Leute reden. Das liegt, vermute ich, daran, dass ich ohne Tabak konsumiere. Ja, das halten jetzt wieder viele Leute für zu teuer. Aber das ist natürlich Quatsch. Wenn du Tabak und Marihuana zusammen konsumierst, verhindert der Tabak die Wirkung des THC und der THC verstärkt die Wirkung des Tabaks. Na und dann stellt euch mal vor, ihr raucht ein Jahr lang jeden Tag 20 Bongs mit Tabak. Und dann hört ihr auf, den Tabak zu konsumieren. Was glaubt ihr, wie es euch dann geht? Dann kriegst du Schweißausbrüche, dann kannst du nicht mehr schlafen
Und all der andere Mist, den man dem Cannabis zuschreibt, der entsteht durch den Tabak und nicht durch das Cannabis. Seit ich pur konsumiere, habe ich keine solchen Probleme mehr, außer, dass mein Tinnitus wieder laut wird, dass ich wieder Migräne kriege, dass ich wieder schlecht Luft kriege und Asthma habe und meine, ja, ich nenne das Depression. Ich war noch bei keinem Arzt, der das hätte diagnostizieren können. Ich muss also eine sehr laienhafte Vorstellung von Depressionen hier wiedergeben. Und meine Depressionen sehen halt so aus, dass ich dann, ja, einfach nur noch dunkle Gedanken habe. Dass ich keine Lebensfreude mehr habe, dass ich keine positive Zukunft mehr sehe für mich. Und des Öfteren einfach so aus heiterem Himmel heulen muss. Naja, und diese Dinge, die sind halt weg, wenn ich kiffen kann. Also mehr Medizin brauche ich nicht. Oder eine andere Medizin brauche ich nicht, will ich auch gar nicht. Und na, von Ärzten ganz allgemein habe ich schon seit 40 Jahren die Schnauze voll. Ja, und was sie mit meinem Vater gemacht haben, war Mord. Dem haben sie ein Medikament gegeben aus niederen Beweggründen, um damit Geld zu verdienen. Haben sie dem ein Medikament gegeben, das ihm mehr geschadet als genutzt hat. Und da, also sehe ich keinen Grund, mich genauso zu vergiften. Von daher lehne ich die Medikamente, die die Ärzte haben, grundweg ab, denn die Pharmaindustrie ist ein riesiger Wirtschaftskomplex, der nichts anderes im Sinn hat, als eine Menge Geld zu verdienen, auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung. Die Pharmaindustrie ist nichts anderes wie die Drogenmafia. Und nach den Folgen der letzten sogenannten Pandemie, die keine war, zeigt sich ja nur umso deutlicher, was das für Verbrecher sind, die rücksichtslos, ohne Tests, ohne Untersuchungen, ohne Forschung, irgendein Süppchen zusammenkochen und dann Leuten in den Arm spritzen. Nun denn, oh, das ist wohl der erste Ausläufer von Oscar. Ja, Leute. So viel kann ich zu den Langzeitfolgen meines Cannabiskonsums sagen. Und dann bin ich gebeten worden, beziehungsweise kam mal die Frage auf, ob es sinnvoll ist, selber Saatgut zu machen, wenn man Marihuana, also man Hanf anpflanzt. Übrigens auch interessant. Strafrechtlich gesehen kann man kein Marihuana anpflanzen. Marihuana kann man nur gewinnen aus einer Hanfpflanze, die man anpflanzt. Also man kann illegal Hanf anpflanzen und daraus illegal Marihuana gewinnen. Aber du kannst nicht illegal Marihuana anbauen. Das ist juristisch nicht möglich. Und damit hat der Staatsanwalt auch seine Revision begründet. Ich bin für was verurteilt worden, was ich nicht getan habe. Und habe für das, was ich getan habe, keine Strafe bekommen. Und damit ist er durchgekommen beim Oberlandesgericht oder beim, keine Ahnung, wo die damals hin sind. Und dann gab es eine neue Verhandlung und dann ist die Urteilsbegründung eigentlich nur umgeschrieben worden. Und dann war das für den Staatsanwalt okay. Ja, ich baue weiter Gras an. Und das rauche ich dann. Naja, und da ich auch bei der Samenherstellung den wenigsten Herstellern vertraue, versuche ich, dann nötige Saatgut selbst herzustellen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ich verwende sowieso grundsätzlich nur
wenn ich Einfluss darauf habe, reguläre Saatgut, das heißt Pflanzen, Samen, die sowohl weiblich als auch männlich sein können, ja, also feminisiert, ist in meinen Augen unnatürlich, ungesund, nicht bio. Das wird oder wurde oft mit Gibberellicsäure gemacht. Ja, ob das so natürlich ist, einen Samen mit Säure zu behandeln. Ich weiß, es gibt auch andere Methoden, dafür zu sorgen, dass ein Cannabis-Same immer weibliche Pflanzen ergibt. Wobei, ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, je früher im Jahr man mit dem Samen beginnt und den in die Erde legt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine männliche Pflanze wird. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Jedenfalls aufgrund der Lichtverhältnisse im Januar bis März oder so, wird eine Hanfpflanze öfter männlich als weiblich. Das heißt also, es ist sinnvoll, sich an den natürlichen Rhythmus zu halten und erst im April zu beginnen mit der Aussaat, weil man dann bei regulärem Saatgut weniger Männchen hat. Gut, ich will aber auch Männchen. Von daher stört mich das nicht, wenn da ein Männchen dabei ist. Im Gegenteil, ich will ja Männchen. Und was ich dann mache, ist, die meisten von euch werden wissen, wie das aussieht, wenn da ein Männchen entsteht. Dann gibt es überall an den Abzweigungen keine weiblichen Blüten, sondern männliche Pollensäcke. Ja, das sind kleine, winzig kleine Beutelchen, die sich zu einem Stern öffnen und den Pollen freigeben, wenn sie soweit sind. Nun denn, was ich tue, ist, wenn ich entdecke, dass eine Pflanze beginnt, männliche Pollensäcke zu bilden, dann entferne ich sämtliches Grünzeug inklusive der Pollensäcke bis auf die Spitze. Nur die Pollensäcke, die oben in der Krone entstehen, lasse ich stehen. Weil dann habe ich mehr den Überblick über die sich öffnenden Pollensäcke. Wenn man die Pollensäcke einfach so aufgehen lässt und der Wind verteilt den Pollen, dann sind alle weiblichen Pflanzen im Umkreis von, ich weiß nicht, 10 Kilometern können befruchtet werden, weil der Same im Wind so weit trägt. Deshalb passe ich auf, den Zeitpunkt genau zu erkennen, wann der Pollensack sich öffnet. Und das ist leicht zu erkennen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Das ist halt so ein winzig kleiner Beutel. Und kurz bevor der aufgeht, entstehen 4 so Striche rund um den Beutel, wo sich dann die 4 die 4 Bestandteile des Blütenpollens öffnen. Also der Beutel teilt seine Außenhaut an 4 Stellen und macht dann so einen 4-zackigen Stern. Und wenn diese Striche ganz hell werden, dann dauert es nur noch Stunden und dann geht der Beutel auf. Das heißt, in dem Moment, wo ich erkenne, dass diese Beutel reif sind zum sich öffnen, nehme ich eine Papiertüte, schneide die Spitze ab und lege die in die Papiertüte. Und die Papiertüte kommt dann an einen gut belüfteten Ort, gut verschlossen, an einen gut belüfteten Ort. Und dort lasse ich den Inhalt in der Papiertüte trocknen, was in einer Papiertüte problemlos funktioniert. Dann habe ich
die Pollen in der Tüte sozusagen zur freien Verfügung. So, wenn ich jetzt dann eine weibliche Pflanze befruchten will, dann mache ich das nur an einem Zweig. An den kann man mit einem Wollfaden kennzeichnen oder sich merken. Ich habe gerade gefrühstückt. Und dann nehme ich ein Wattestäbchen oder was Ähnliches, einen kleinen Pinsel, geht auch, und gehe mit dem vorsichtig, am besten nicht in der Nähe der Pflanzen, in diesen Beutel, in diesen Papierbeutel, einmal rein und wieder raus, das reicht. Und dann habe ich so viel männliche Pollen an dem Wattestäbchen oder dem Pinsel, und mit diesem Pinsel betupfe ich dann vorsichtig die weiblichen Blüten meiner Pflanze. Und dann sind die befruchtet. Ja, und dann entsteht dort in den Blüten entsteht Saatgut. Und der Rest der Pflanze ist weiterhin ohne Saat. Sensimilia. Ohne Saat. Das heißt, die Blüten entwickeln sich schön und es wird THC entwickelt und das Wied wird stark. Und dieser eine Zweig, der befruchtet ist, bei dem ist das nicht der Fall. Bei dem entstehen dann Samen. Da entwickeln sich auch keine besonders großen Blüten dann oder Harz, weil die Pflanze befruchtet ist. Man kann einer Hanfpflanze keinen größeren Stress antun, als ihr die Befruchtung zu verweigern. Und dadurch macht die Pflanze große, dicke Buds und viel Harz, weil sie versucht, noch irgendwo irgendeinen männlichen Pollen anzuziehen, mit dem sie befruchtet wird. Und das ist der Grund, warum man verhindert, dass Pflanzen befruchtet werden, weil dann entsteht eigentlich erst richtiges Wied. So. Ja, und wenn ich dann ernte, schneide ich den Zweig ab und trockne den separat, weil ich weiß ja, hier sind meine Samen drin. Und so kann ich mir zum Beispiel Pflanzen kreuzen. Ja, wenn ich von der Sorte ein Männchen habe und von der Sorte ein Weibchen, dann kann man da mal eine Kreuzung erzeugen. Und was auch eine Rolle spielt, ist, wenn Pflanzen da, wo sie wachsen, Samen bilden, dann akklimatisieren sich diese Samen an die Gegend. Und ich habe mal gelesen, dass es 7 Generationen dauert, also in meinem Fall bei Outdoor 7 Jahre, bis sich die Genetik einer Pflanze vollständig akklimatisiert hat und ihren besten Ertrag und ihre beste Wirkung bringt. Das und die Geldgier der Samenhändler bringt mich dazu, meine Saat selbst zu machen. Ja, damit ich nicht auf irgendwelche geldgeilen Typen angewiesen bin, die 10 Euro für einen Samen wollen, was in meinen Augen Wucher ist. Weil ich weiß, wenn die in Polen ein kleineres Feld haben und dort befruchteten Hanf anpflanzen, dann haben die so viele Millionen Samen, dass 10 Euro pro Same einfach Wucher ist. Unverschämter, geldgeiler Wucher. Und da habe ich keinen Bock mitzumachen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wie gesagt, die Akklimatisation der Hanfpflanzen an den Ort, wo ich sie pflanze. Also ich finde es schon sinnvoll, Saatgut selbst machen, aus mehreren Gründen. Und ich finde es auch nicht kompliziert. Man muss halt ein bisschen sauber arbeiten, aber das ist kein Problem. Und auf die Art und Weise kann man sich selbst mit Saatgut versorgen. Ja, und die Ansicht, dass Pflanzen, die befruchtet werden, zwittern oder dass Stecklinge kein Saat machen, das ist Blödsinn. Wenn du eine weibliche Stecklingsblüte mit Pollen befruchtest, machen die genauso Saat.
Und die Tatsache, dass eine Frau von einem Mann gebumst wird, macht die Frau nicht zum Hermaphroditen. Das ist in der Natur überall so. Ein Hermaphrodit entsteht nicht dadurch, dass männlich und weiblich zusammenkommen, sondern das ist eine genetische Angelegenheit, die nichts mit der Befruchtung zu tun hat. Von daher ist Quatsch zu behaupten, wenn man Hanf befruchtet, dann wird das ein Zwitter. Da sind sowieso unglaublich viele Missinformationen unterwegs. Da sollte die EU mal ihre Desinformationskampagnen führen. Ja, so mache ich Saatgut bei meinen Hanfpflanzen. Ganz einfach. Das Normalste der Welt, eine weibliche Pflanze mit einer männlichen zusammenbringen. In dem Fall halt sehr gezielt an einem Punkt, aber das spielt keine Rolle. Und dann entstehen Nachkommen, im Hanfpfahl Samen. Und da muss man natürlich gucken, dass die Samen dunkel sind und nicht weiß, weil dann sind sie noch nicht reif. Und auch nur ein reifer Samen kann wieder eine neue Pflanze geben. Ja, das waren die beiden Sachen, die ich heute in dem Video mit euch besprechen wollte. Der Schnuffel, der frisst echt alles. Wir haben hier so kleine Tausendfüßler, also wirklich mini. Kommen vor allen Dingen raus, wenn es geregnet hat. Und die laufen hier überall rum, wie ich hier am Anfang da oben beim Garten gewohnt habe. Wenn du irgendwo einen Eimer hingestellt hast, hast du 2 Stunden später 50 von denen. Wir nennen die Omnibus, weil die aussehen wie diese Faltomnibusse. Ja, und da hast du echt 2 Stunden später hast du da 50 Omnibusse unter deinem Eimer, weil die sich gerne an einer Stelle versammeln, wo ein bisschen feucht ist. Und nicht mal die Hühner fressen die. Interessieren sich da überhaupt nicht für. Aber der Schnuffel, der frisst selbst die. Und wir haben ja so kleine schwarze Käfer. Oder in der Saison hatte der Schnuffel ganz viele Zecken an sich. Die hat er sich abgekratzt und dann hat er die Zecken gefressen. Sogenannte Eigenblutbehandlung. Ja, der Schnuffel. Ich habe gestern von jemandem sehr interessante Informationen bekommen über die Erziehung und die Umerziehung von Problemhunden. Und auch schon einiges gelernt. Zum Beispiel, der Schnuffel ist ja ein wilder Hund. Der ist mit Sicherheit noch nicht viel bei Menschen gewesen. Und wenn, haben sie ihn wahrscheinlich getreten und geschlagen. Von daher hat der gelernt, auf natürliche Art und Weise, weil er ist ein Raubtier, zu jagen. Der hat mit Sicherheit schon irgendwelche Tiere gejagt. Weiß ich nicht, Kaninchen, Vögel, keine Ahnung, was der gejagt hat. Und dass der die Hühner als seine Jagdbeute betrachtet und da immer wieder hingeht und die aufschreckt, um sofort zu scheuchen und damit seinen Jagdinstinkt zu wecken und so weiter. Das ist eigentlich ein sehr natürliches Verhalten. Und es wird, fürchte ich, wohl schwer werden, ein Raubtier von seiner Beute wegzuhalten. Egal wie viel ich ihm zu fressen gebe, für den sind die Hühner Beute. Period. Ja? Ende. Keine Diskussion möglich. Und ich glaube,
Also meinem Karma hätte ich das erklären können. Erklären können, dass die Hühner mein Essen sind und dass er sein Essen ist. Egal wie die aussehen. Ich glaube nicht, dass der Karma jeden gejagt hat. Der hat allerdings Kaninchen gejagt. Da in Holland, in dem Gebiet, wo ich gewohnt habe, war viel Gebüsch und Wald. Und da ist der mit dem Husky von einem Nachbarn, ist der 6-8 Stunden auf Jagd gewesen. Wenn der wiederkam, der hatte so viel Dornen in seinem Gesicht und an seiner Brust und seinen Pfoten, wo der gegengerannt ist, dem habe ich manchmal 20, 30 Dornen und Nadeln und Sanddornstacheln aus dem Fleisch geholt. Der hat total rote Augen gehabt und war total ausgewuchst, aber wirklich richtig völlig fertig. Ja, dann habe ich ihm ein bisschen Cannabis gegeben, dann hat er ein paar Stunden geschlafen und dann ging es ihm wieder gut. Dann war er wieder erholt und wieder frisch. Und selbst der hat keine Katzen gejagt und selbst der hat keine anderen Tiere gejagt, außer seine Kaninchen. Ja, dem hätte ich das beibringen können, dass der die Hühner in Ruhe lassen soll. Aber dem Schnuffel seinen Jagdinstinkt abzuerziehen, der ihm geholfen hat, ja, ich nehme mal an, 3-4 Jahre ist der Junge jetzt alt, ihm geholfen hat, die 3-4 Jahre zu überleben, das ist natürlich, ja, im Grunde genommen eine sehr naive menschliche Idee. Und da hält der Hund nichts von. Naja, ich werde mir was anderes überlegen müssen, um die Hühner vor dem Hund zu beschützen, glaube ich. Nun, ich werde versuchen, dass er nicht mehr so sehr gereizt wird durch die Hühner, ihnen hinterherzugehen. Ich weiß noch nicht, wie, Ersatzfutter anbieten oder... Naja, mir wird schon was einfallen. In erster Linie muss ich mich mal da damit auseinandersetzen, dass der Hund anders denkt und handelt, als ich als Mensch das gerne hätte. Das betrifft nicht nur das Streicheln. Keine Ahnung, was der erlebt hat, wie oft der mit Händen geschlagen worden ist, dass der so eine Angst vor meiner Hand hat. Ja, also ich werde ihm jetzt in Zukunft viel mehr Futter aus der Hand geben, damit er die Angst verliert vor meiner Hand. Und versuchen, dass sich da was entwickelt. Ich habe jetzt diese Informationen noch nicht alle durch, aber so viel habe ich inzwischen begriffen, dass nicht der Hund das Problem ist, sondern meine Idee von dem Hund. Ja, weil ich habe ein Karma gehabt, ja, mit dem ich alles machen konnte, mit dem, der alles mitgemacht hat, was ich mit ihm gemacht habe, weil der mir vollkommen vertraut hat. Den Karma hatte ich aber seit der 12 Wochen ist, war. Da entsteht natürlich... Ich kann immer noch nicht drüber reden. Da entsteht natürlich ein anderes Vertrauensverhältnis als so ein Straßenhund, der sich hierher schleicht und sich so langsam hier einschleicht. Und der hat auch erst immer nur draußen geschlafen, obwohl es kalt war. Und ich ihm gesagt habe, komm doch rein. Er ist nicht reingekommen. Der hat sich da draußen unter meinem Solarhäuschen eine Decke gegriffen und hat da drauf geschlafen. Und der ist erst nach und nach zu mir rein. Also das heißt, das, was ich tue und sage, für ihn auch eine ganz, ganz andere Bedeutung hat als für Karma. Als er für Karma hatte.
Ja, ist schon 3,5 Jahre her und ich kann immer noch nicht an ihn denken. Nun ja. Ich denke, das wird schon mit Schnuffel und mir und den Hühnern und den Katzen. Das ist ja auch schon viel besser geworden. Am Anfang wäre der allen Katzen sofort nachgerannt, egal. Und inzwischen müssen sie echt, was weiß ich nicht, vom Stuhl direkt vor seine Nase springen und wegrennen. Und dann rennt er hinterher, aber auch nicht so, dass er sie echt versucht zu kriegen. Zumal die Katzen viel zu schnell sind. Naja, wir werden sehen, was sich entwickelt. Ja, Leute, das war's, was ich heute erzählen wollte. Stay high.